Schön, dass du uns besuchen kommst in Stegersbach. Erste Frage muss lauten, wo ist denn die Jogginghose? Die Jogginghose ist zu Hause. Habe ich einfach aufgehört zum Fußballspielen und deswegen habe ich zu Hause gelassen. Wie kommt es, dass du uns besuchen kommst hier in Stegersbach? Ja, ich wohne hier 40 Kilometer vom Stegersbach und deswegen, ich hatte Zeit jetzt rüberzukommen. Letzte Woche habe ich Urlaub gehabt und deswegen hatte ich früher keine Zeit, aber jetzt zu kurz Besuch, ich freue mich schon hier zu sein. Wie wir gesehen haben, hast du ja noch gut Kontakt zu ein paar alten Kollegen. Wie intensiv beobachtest du die Hertha und wie nah bist du noch dran? Ja, natürlich täglich. Ich beschäftige mich mit Hertha, also vom bisschen distanziert, aber ich weiß, wie läuft bei Mannschaft. Und natürlich bei meinem Ex-Verein wie Hertha. Ich war 7 Jahre lang in Berlin. Natürlich hängst du ein bisschen an die Vereine. Mit wem von deinen alten Kollegen hast du denn noch Kontakt von früher, von Hertha? Ja, also ich denke, Michael Preetz, Nello Di Martino. Ich war in Berlin auch kurz vor 4 Wochen oder so. Habe ich auch mit Ante, mit Pal Dardai getroffen, mit Joel Petri, also mit Doki jetzt getroffen, also mit allen Leuten. Du hast mit Ante zwischen 97 und 2000 sogar zusammengespielt. Wie schätzt du ihn denn als Cheftrainer ein? Ja, als Cheftrainer kenne ich nicht, als Spieler kenne ich. Und er hatte immer gute Einstellung gehabt und immer diese Siegeswille gehabt. Und immer, er war Offensivspieler natürlich und er war auch beschäftigt mit unserer Offensivline. Du hast nach 26 Jahren ja deine Profikarriere beendet. Was machst du jetzt? Fehlt dir der Fußball? Nein, fehlt nicht. Ich freue mich auf freie Zeit. Ich kann machen, was ich will. Aber natürlich, ich muss erst einmal ein bisschen ausruhen. Ich habe früher keine Urlaub gehabt, also keine so viele Urlaub. Und jetzt, ich genieße diese Zeit. Ich habe meinen eigenen Verein auch in Ungarn. 16 Jahre aufgebaut, eine Sportanlage. Und ich kümmere jeden Tag um die Sache um. Und natürlich, ja, ich möchte bessere Qualität haben. Auch ich möchte gut arbeiten. Und auch bei Nationalmannschaft habe ich einige Aufgaben im Hintergrund und gibt schon auch einige Möglichkeiten, aber ich möchte noch ein bisschen warten. Du hast auch eine eigene Torwartschule. Erzähl mal, wo ist die denn? Was genau passiert da? Ja, ich habe eigene Torwartschule, ich habe eigene Fußballverein auch und bei eigener Torwartschule, wir machen mehrere Programme für ganze Saison und wir machen tägliche Training, wir machen wöchentliche und monatliche Training und wir machen auch einige Camp und dieses Sommercamp hat heute gerade begonnen und wir wollen auf Qualität arbeiten, also wir wollen einige Fehler zeigen, wo kann man schon besser sein und auch menschlich ein bisschen die Leute einrichten. Wo genau ist diese Fußballschule? Das ist in Szombathely, das ist ganz Westungarn, das ist 10 Kilometer von österreichischer Grenze, wie gesagt vom Stegersbach 40 Kilometer. Und als letzte Frage noch, jetzt hier in Stegersbach Saisonvorbereitung, das wirst du wahrscheinlich nicht vermissen, oder? Ja, sicherlich nicht, ich habe 52 Vorbereitungen gemacht und also ich möchte jetzt ausruhen und diese freie Zeit genießen.